Und der nächste Chip. Oh, er nähert sich an. Da legt sich den Ball mal wieder zurecht. Versucht mit dem Rabona. Nein! Nein. Yo! Was geht, Freunde? Heute mal was ganz anderes. Wir sind hier auf dem Fußball und Basketball. Aha! Schade. Platz, deswegen eine Tor zu Tor 1 vs 1 Challenge, aber mit einem kleinen Twist. Natürlich wieder ein Twist. Das Ganze geht bis 3, man hat 3 Kontakte Zeit. Aber anstatt ein Tor zu schießen, kann man auch versuchen, einen Korb zu schießen. Zu chippen oder zu schießen. Ja. Und wenn man das schafft, hast du instant gewonnen. Da musst du keine 3 Tore schießen, machst du einfach einen Lupfer in den Korb. Dann hast du einfach einen Lupfer in den Korb, wird auch ultra schwer. Deswegen haben wir hier Chipmeister Mo auch mitgebracht. Von nur den für die Chips. Jeder spielt einmal gegen jeden. Mensch versus Maschine. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen Korb heute. Ansonsten einfach wird hier gefetzt und die Gehirne rausgeballert, Leute. Ja. Ihr kennt es doch von uns. Lasst gerne ein Like dafür dieses Video. 1 vs 1 Challenge mit kleinen Twist. Schreibt in die Kommentare, wer macht das Ganze. Und wir haben auch wieder die geile Kamera von da oben. Auf da. Die schalten wir gleich. Freunde, erstes Match. Holz gegen Metall. Holzi gegen Cyborg Mo. Gegen den Metallball habe ich schon bewiesen, dass Holz stärker ist. Oh yeah. Also Freunde, ihr kennt die Regeln. 3 Kontakte und bis 3. Und Mo hat den Ball, weil er ist Krüppel. Geht er direkt auf den Chip. Er geht direkt auf den Chip. War das ein Chip oder war das ein Schuss? Man weiß es, glaube ich, gar nicht so genau. Er macht wieder den Chip. Nope. Wow. Das erste Mal an dem Korb gerochen. Mo geht einfach nur auf die Chips, Digga. LOL. Bis jetzt hat noch keiner geschossen. Ihr könnt auch Tore schießen, ne? Die ganze Zeit wird hier nur gechippt. Das war leider ein Tor, Bre. Ihr könnt auch schießen, Leute, ne? Ja, aber erstmal 1-1. Stark, Mo. Die Defense ist auf jeden Fall sehr strong. Man braucht keine Defense, wenn man gute Stürmer hat. Okay, dann zeig mal hier. Ronaldinho. Aha, der rollt gleich rüber, Digga. Hilfe, was macht der Junge? Oh, kommt da wieder ein Chip? Boom, der muss er retten, auf Nummer sicher. Vielleicht will er mal die Schüsse auspacken. Ja, oh, mit der Hacke. Und direkt nochmal. Oh mein Gott, Alter. Wir haben hier wirklich Top-Stürmer Mo. Bam. Boah, der Kopf ist da. Gehirnerschütterung. Oh, das könnte eine gute Taktik sein. Der da mit dem Fuß immer hingeht. Oh, stark pariert, Holzi. Oh. Ah, Hilfe. Okay. Und der nächste Chip. Oh, er nähert sich an. Boah, pass auf! Da ist der Holzi, kein Problem für ihn. Boah, Junge, was sind das hier für Runden gerade? Geisteskrank. Boah, über 3 Banden. Ganz ruhig. Der Holzi kackt gleich ab, Mann. Das kannst du nicht mit dem machen hier. Komm, mach mal ein normales Tor. Er will es jetzt beenden. Oh, er will es beenden. Er will es beenden. Holzi ist da. 2 Kontakte noch für ihn. Im Bayern-Trikot. Oh, das war der Cyborg-Fuß. Ei, welche Schraube? Genau die Stelle getroffen, wo die Narbe ist. Genau die Schraube? Ja, bester Mann. Kuss an Holzi. Jetzt der Chip. Jetzt der Chip. Und das ist es. Das ist es. Umut? Hochmut kommt vor dem Fall. Einfach mit dem Chip beendet. 3-1, ne? Metall ist stärker als Holz. Nein. Keine Schande gegen Mo zu verlieren in so einer chiplastigen Challenge. Jetzt Rotatos gegeneinander. Super. Ja, Mo ist der Chip-König, ne? Der isst auch viele Chips, habe ich gehört. Ja? Der hat auch einen sehr langen Schlauch, habe ich gehört. Ja. Da musst du das Netz einberechnen. Was macht er da? Der gefühlvolle Volley. Nein!
Fast, ganz nah. Oh! Foul, foul, foul. Ein ganz klares Foul. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Junge, was geht hier ab? Da setzt er direkt nach und. Oh. Der Lucky Punch. Oh. Nope. Kommt er wieder zurück? Was hat der Kollege vor? Ein Chip und. Und was sagst du dazu? Hat der Kollege komplett verrechnet? Jeder von uns hat sich aber jetzt einfach verrechnet. Meiner war mindestens genauso schlimm, Alter. Der wird ja zurückschlagen. Die Antwort. Oh! Oh! Oh. Ganz, ganz knapp. Und dann kommt er wieder zurück. Und ist er das? Ja, immer noch ein Zeichen, Alter. Wird dieses Match niemals enden? Oh, oh! Hey, was ist das denn? Krank gehalten. Einfach fünfmal Kopf getroffen. Bro. Oh. Ganz knapp. Okay, Freunde, das ist unnormal intens. Oh, oh, oh! Krank, der war krank. Schön drin. Jetzt kommt der Showdown. Scheiße, das ist richtig so, Alter. Ganz ruhig heute. Oh. Ist irgendwie drin. Nice. Match Nummer 3. Jetzt entscheidet sich, wer hier der Chipmeister ist. Ja, grande Finale. Brauchen wir jetzt hier wirklich mal einen Chip in den Korb, Freunde. Ja, Mann. Der kommt noch. Stark, Mo. Hast aber nochmal die Chance. Die einzigartige Chance. Und er versucht direkt wieder. Oh. Macht jetzt hier die Ein-Mann-Taktik. Immer so feste chippen, dass er zurückkommt. Ach du Schande. Der Junge kann halt nur chippen, ne? Ja. Oh, Lukas mit dem Head da direkt am Start. Oh. 1-0. Mit dem ersten Ball vom Luki. Direkt mal hier ein. Erster Schuss einfach. Zeig mal, Mo. Boah, stark, Mo. Den fängt Spidey gekonnt ab. Setzt einen zweiten hinterher. Ah, leider daneben. Aber bounce natürlich wieder zurück. Ja, ein bisschen Tricks. Oh, was macht der da? Oh. Einen noch, einen noch. Ich
Das geht auch hier schnell hin und her. Hier kann einiges passieren, Leute. Oh, den hat er. Spidey hat noch eine Chance. Spidey hier gerade schön am Dominieren. Legt sich das Spiel zurecht, wie er es braucht. Und da ist das 2-0 aus dem Nichts. Da sieht man, der Mo kann eigentlich auch nichts. Mo, Statement. Kommt noch. Ah, okay. Du brauchst ja nur einen Chipper in den Korb, ne? Der kann es theoretisch jetzt ausmachen. Aber kann er es auch? Das ist hier die Frage. Nope. Nein, er kann es nicht. Kassiert er jetzt etwa das 3-0? Nein, da hält er seinen Kopf hin. Zwei legt sich den Ball mal wieder zurecht, versucht mit dem Rabona und zwei Kontakte nur noch ein. Und der Schuss wäre sogar an Seiten ausgegangen. Alle Zeit der Welt und Mo, kann er nochmal antworten? Kann er antworten? Ein schöner erster Versuch, aber leider daneben. Er holt nochmal aus. Ein zweiter Versuch, aber den hat Spidey gekonnt mit der Hacke. Und er ist immer noch in seinem Feld. Er legt sich hier wieder zurecht. Und da kommt der nächste Chip. Oh, fast schon wieder ein Tor. Was macht Mo jetzt? Mo versucht auch mit dem Chip. Und der war sogar relativ knapp. Mo hat noch eine zweite Chance. Was macht er? Und er nähert sich an. Aber Annäherungsversuche und echte Treffer. Dazwischen ist dann noch ein großer Unterschied. Der Ball kommt fast zu mir. Und? Ach, schade. Ein bisschen verzogen. Und Mo wieder. Der ist zu flach. Ah! Hat sich Spidey ein bisschen in den Kopf gestoßen. Aber man braucht keinen Kopf, man braucht nur einen Fuß. Fußball wird nicht mit dem Kopf gespielt, Leute. Und Mo schon wieder mit dem nächsten und Chip. Es war ein schönes Kopfballtor, ja, definitiv. Dann hat es wieder nachgemacht. Mo scheint jetzt doch wieder wie die hungrige Hyäne aus der Ecke zu kommen. Lauert da ein bisschen und dann schlägt er zu, ja. Nochmal so einen dreckigen. Nicht schon wieder, Mo. Nicht schon wieder. Zwei die Töchter an. Und das war's einfach. Der Mo hätte einfach nur ein bisschen hüpfen müssen, ne? Aber ich dachte, der hat auch jetzt einen Sprungfehler. Ja. Die Metallplatte zieht ihn runter, der kann nicht mehr springen. Schwerkraft, ne? Ja. Lass ein Like da für ein Rematch.